Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In einem meiner letzten Videos habe ich gezeigt, wie du die Bewegungsverfolgung in Pinnacle Studio 20 verwenden kannst. Die Bewegungsverfolgung kann eine Bewegung der Kamera so verfolgen, dass man ein Objekt irgendwo an ein anderes Objekt heften kann oder, wie ich gezeigt habe, zum Beispiel einen Bereich in einem Video austauschen, zum Beispiel wie dieses Straßenschild. Das Problem dabei ist aber, dass die Skalierung und die Perspektive der Kameraveränderung gegenüber diesem Schild nicht automatisch korrigiert werden kann. Da wäre sehr viel manueller Aufwand notwendig. In diesem Video zeige ich jetzt kein Tutorial zu Pinnacle Studio 20, sondern ich zeige einen kleinen Exkurs in die etwas professionellere Welt, wie man jetzt so ein Straßenschild professionell ersetzen würde in Adobe After Effects. Ich selber nutze diese Programme auch und mache halt ab und zu gerne was damit, weil es einfach mehr Möglichkeiten bietet. Und ich zeige dir jetzt in diesem Tutorial nicht eine Anleitung, sondern einfach quasi eine erweiterte Sicht, was ein professionelleres Videoschnittprogramm besser machen könnte, wie zum Beispiel Pinnacle Studio, ohne jetzt einen Anspruch zu haben, dass du die Software wechseln musst. Ich hoffe, das Video gefällt dir. Wenn du weitere solche Videos sehen möchtest, dann schreib unbedingt einen Kommentar. Ich habe hier Adobe After Effects geladen, dieses Compositing-Programm, und ich zeige jetzt dir in einer kleinen Übersicht, wie ich das gemacht habe und dieses Straßenschild, also den Inhalt hier, ausgetauscht habe. Ich habe hier schon die bearbeitete Sequenz, ich habe nämlich hier das Originalvideo und dann darüber eine Ebene, in der ich dann den Inhalt reinpacke, den ich über dieses Schild legen möchte. Und ich habe das schon bearbeitet. Wenn ich das jetzt einmal ausschalte, diese Ebene, dann siehst du das Original, so wie es von der Kamera aufgenommen wurde. Jetzt als ersten Schritt, damit ich diesen Inhalt ersetzen kann, dieser Tafel, damit auch die Perspektive, die Vergrößerung, Skalierung und so weiter stimmt, öffne ich diese Videosequenz im Original in einer kleinen Software, die mitgeliefert wird in Adobe After Effects. Das nennt sich Mocha. Diese Software, ja, klein, sie sieht klein aus, ist aber ein sehr mächtiges Tool. Und ich habe jetzt diese Videosequenz hier reingeladen und ich gehe mal an das Ende des Videos. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Bereich zu definieren und dem Programm zu sagen, das ist der Bereich, den du tracken sollst, wo dieses Element drin ist. Und du wirst gleich sehen, dass es dann die Perspektive komplett selber erkennt. Und dann werde ich noch ein weiteres Tool öffnen, das ist dieses hier, und noch eine Hilfslinie. Und jetzt werde ich mit diesen Punkten definieren, von wo bis wo dieses Schild genau geht. Und du siehst an diesem viereckigen Muster, dass da die Perspektive sich jetzt neigt. So. Und noch dieses Eck. Und dann noch das letzte. Und an der Perspektive jetzt dieser Vierecke siehst du, dass die jetzt eigentlich wie flach auf dieses Schild gedreht sind und nicht flach auf die Kamera. Und jetzt kann ich beginnen, diese Situation zu tracken. Und diese Software erkennt jetzt selber die Bewegung der Kamera bzw. des Schildes und schaut, dass die Perspektive und die Skalierung eigentlich immer schön mitgenommen werden. Es kann sein, dass es zwischenzeitlich vielleicht etwas aus dem Schild herausragt oder, ja, vor allem dann, wenn es unscharf wird. Das ist aber im Prinzip kein Problem, man muss das einfach ein wenig nachbearbeiten. Aber ich habe das jetzt einmal durchgetrackt und wenn ich das abspiele, dann siehst du sehr gut, wie das ausschaut, und es klebt da wirklich so an diesem Schild und ich kann das jetzt super verwenden, um diesen Inhalt einfach zu ersetzen. So, und dieses Getrackte exportiere ich jetzt einmal in einem Format, das auch jetzt Adobe After Effects erkennen kann. Und ich werde jetzt über diese Ebene eine neue sogenannte Komposition erstellen. Das ist wie ein, ja, so zu verstehen, wie ein leerer Container, in den ich dann später Sachen reinpacken kann. Also ich füge den da oben hinzu, gehe an den Anfang und füge jetzt mit Steuerung V diese Bewegung hinzu. Man sieht jetzt mal vorerst gar nichts, aber wenn ich das öffne, dann sieht man diese Punkte und diese Punkte sind jetzt genau diese Tracking-Daten aus diesem Programm Mocha. Wenn ich jetzt einmal in diese Komposition hereingehe und da einfach einmal, ja, irgendeine, zum Beispiel da mein Logo reinnehme
und das vielleicht noch etwas vergrößere. So, dann habe ich einfach einmal mein Logo drin. Und wenn ich jetzt zurückgehe, dann sehe ich dieses Logo da schon drin. Und wie von Zauberhand bewegt sich das jetzt in der Skalierung und in der Perspektive mit diesem Straßenschild mit. Und es klebt da so richtig drin. Also im Vergleich zu Pinnacle Studio habe ich eben hier die Möglichkeit, die Perspektive und auch die Skalierung zu beeinflussen. Jetzt, was ich da gemacht habe, ist, ich habe einfach hier einmal so ein Schild hinzugenommen. Das ist einfach irgendein Schild, das ich als Foto jetzt da hinzugefügt habe, das so ein bisschen dreckig ist. Das ist jetzt viel zu stark, aber man sieht, es soll nicht so ein sauberes Weiß sein. Und dann habe ich noch zusätzlich so Schrauben genommen. Aus dem Internet habe ich die ich dann halt einfach in die Ecken platziert habe. Jetzt natürlich viel zu groß. Die müsste man noch etwas verkleinern, sodass die nicht so groß sind. Und ich könnte jetzt, wie gesagt, zum Beispiel mein Logo darüber legen. So, die Schrauben sind jetzt wirklich nicht so schön und viel zu groß. Was ich auch noch mache, ist einen Effekt hinzufügen, der das Ganze etwas weich zeichnet, so ein gaußscher Weichzeichner. Da kann ich einfach das Ganze etwas weich zeichnen, weil auch dieses Schild ist nicht gestochen scharf, dass es einfach etwas echter wirkt. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, eine Helligkeit und einen Kontrast zu verändern dieses Clips. Da dieser einfach viel zu dunkel ist, werde ich den einfach etwas aufhellen, damit das etwas natürlicher ausschaut. Ist jetzt wirklich sehr dreckig gehalten, aber sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann ist es, finde ich, schon relativ gut. Die Schrauben natürlich viel zu groß, aber du siehst sehr gut, das klebt da so richtig dran. Die Skalierung und die Perspektive ändert sich schön mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann klick doch auf den Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Wenn du noch eine Idee hast für ein Videotutorial, dann hinterlass doch einen Kommentar oder eine Frage. Dann werde ich das gerne anschauen und ein Video dazu machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.